Ui, ui. Wo machen wir denn die Mitte hin? Ist das jetzt eigentlich offen oder zu, das Ding? Weiß ich nicht. Ja, guck doch mal eben nach. Ich kann gerade nicht. Du musst ein Schild beschriften, guck mal bitte nach, du Assi. Ich kann gerade nicht. Boah, so ein Motherfucker, ey. Ach, okay, er ist zu, heißt also neu beschriften. Ich liebe es. Wieder vertan. Das klappt. So, wunderbar. Perfekt. So, jetzt muss ich die Hühners füttern. So, wieso fehlt hier eigentlich Glowstone? Was heißt fehlt? Ja. Ich glaube, ich muss Sepp mal bestrafen gehen. Was? Mann, hier ist noch ganz viel Glowstone, die kannst du da Viecher abbauen. Hab ich eigentlich das Glowstone von uns mitgebracht, Peter? Ist da was in den Truhen drin? Ne, warte, ich müsste was in meiner Innertruhe haben, glaube ich. Hab ich hier ein Schaf? Musst du selber nachgucken. Was ist denn hier für eine Scheiße? Ich bin hier am Umbauen! Deswegen konnte ich gerade auch nicht nachgucken. Also, wie soll ich denn jetzt wieder reinkommen, du Affenkopf? Ich muss mal Adventure Map Style machen. Boah, leck mich doch am Arsch, Peter Smits, ey. So. Oh. Was ist O? O klingt nicht gut. Nee, O klingt echt nicht gut. Ah, die fällt schon wieder. Oder fast zumindest. Nee. Haben wir noch 7 Glowstone, Peter? Das kann sein. Ich weiß nicht, wie viel du hattest. Ich hatte eine ganze Menge. Hast du noch was aus der Truhe geholt, Sepp, von dem Glowstone? Aus welchen Truhen? Ja, die wir da hatten. Da war doch voll viel Glowstone drin. Echt mal, Sepp, du hast echt? Ja, weiß ich nicht. Bist du gerade in der Nähe? Nee, nicht. Ansonsten teilen wir das mal eben auf. Was willst du denn aufteilen? Das Glowstone! Was? Aus welchen Truhen? Boah, aus unserer alten Hütte, du Schwachmart. Was denn also sonst? Wo sind da die Truhen? Ja. Sind die alle abgebaut oder was? Ja, da ist ja nichts drin. Wo ist denn unser ganzes Glowstone? Das ist aber nicht cool. Hä? Ich check grad nicht, wo dein... Wir hatten in den Truhen unten in unserer kleinen Mini-Butze, ja? Ja. Ja, da war meinst, relativ DJ, viel Glowstone. DJ alle platt gemacht hat, oder was? Ja, Jay, du schuldest mir Glowstone. Warum? Ja, Jay schuldet uns so einige. Weil da voll viel Dinge. Glowstone drin war in den Truhen, die du platt gemacht hast. Ich hab die nicht platt gemacht. Ja, du hast die ausgeräumt, das Zeug dann irgendwo hingeschmissen, oder was du auch immer damit gemacht hast. Ja. Hadi, schau doch mal die Season, dann weißt du, was ich damit gemacht hab. Ja, was hast du denn damit gemacht? Jetzt sag ich dir nicht, muss ich die Season mal schauen. Ist schon ja, online die Folge, Hadi. Nee, sowas guck ich mir nicht an. Ja, dann schuld ich dir nix. Wieso hab ich denn keine Kohle mehr? Ja, in der Küche. Du schuldest mir auch ganz viel Kohle. Nee, ich schulde dir auch nix. Ja, Sepp, da machst du nix. Bei solchen kleinen Pennern. Ist der Hammer. Ist der Hammer. Oh, scheiße. Aber gut. Machst nix, Jay. Muss ich hier echt ernsthaft Kohle graben gehen? Ich finde das gut, dass Peter ihn auch nicht aufklärt. Ja, Jay hat noch seine ganze Truhe irgendwo. Die hat er nur irgendwo versteckt oder so. Warum muss ich mir dann die Season angucken, wenn ich meine Sachen wieder haben will? Ja, weil da damit du weißt, wer die hat. Hab ich die? Nee, ich hab die aber nicht. Nicht mal, Peter. Ich hab ja auch nie gesagt, dass du die hast.
Sondern der, der am meisten meckert. Hadi. Also hat Hadi die? Okay, am zweitmeisten. Also hat Sepp die. Alles ja, klar. Hadi, dann weißt du ja, wo dein Kram ist. Aber da war kein Glowstone drin. Ja, das kannst du dir da bei Sepp auch, da kannst du dir gerne bei Sepp an der Kirche abbauen. Mit Glowstone, da ist bestimmt genug dran. Ich war ja mal in der. Ich war ja schon im Nether fünfmal. Nee, Sepp, das geht aber gar nicht. Auf jeden Fall, Ah, oh, hier habe ich einmal verpasst. Ja, Peter, das heißt, du musst irgendwann nochmal in den Nether gehen. Das heißt, du musst irgendwann in den verkackten Nether gehen. Wieso denn ich? Über das Glowstone, was ich beigesteuert habe, was alles war, was ich hatte, haben wir schon verbaut. Das heißt, du kannst auch mal was machen. Ja, das finde ich aber nicht in Ordnung. Ah, das ist mir egal. Das ist mir egal. So. Echt mal so. Na, das müssen wir jetzt einfach hinkriegen. Okay, das hat bisher besser funktioniert, als ich erwartet hatte. LOL! Alter, ist aber ein Scherz. Ich muss kurz auf die Liste. Nee, Dennis, das geht aber gar nicht. Irgendwie. Ach so, passt schon. Ah, die wird halt eh nicht auffallen. Was denn? Nix. Was denn? Ich baue nur gerade unseren Keller. Warum baust du gerade Scheiße? Nee, nee. Boah, Peter, wir sind hier voll die Selbstversorger, ey. Das ist ein ganz neues Gefühl für dich, wa? Echt mal, Peter, wir sind voll die Selbstversorgung. Geh mal Holz fahren. Ich hab gesagt, er soll Lianen farmen gehen. So. Was er ja auch brav gemacht hat. Das ist ja, Among Us macht das ja auch immer. Ja, weil ich das eine gute Idee fand, leider. Ja, siehst du, weil ich immer gute Ideen hab. Das ist nicht wahr. Ach, nee. So. Die Idee war vielleicht gut, aber die Umsetzung war so. Ey, ich setz da gar nichts um. Genau. Ich hab das umgesetzt. Peter setzt das um. Das meine ich. Ja, was mach ich denn hier? So. Peter, du darfst dich nicht treiben lassen. Ach ja, Bowser. Du feines Stück. Ich will kein Eisen, ich will Kohle. Ohne Witz. So, Peter, wenn du was zu essen brauchst, ich habe gerade ein paar Brote gemacht. Sehr gut. Bring sie mir. Die liegen in meiner Kiste, die kannst du schön selber holen. Nee, Quatsch. Also, die liegen hier wirklich, also ich tue die halt standardmäßig hier in die Truhe rein. Ja, aber dann kannst du dir direkt den Boden des Kellers angucken und mir sagen, wie du den findest. Scheiße. Schwarz. Schwarz. Ja, einen Moment, ich komme. Ja, kurz pissen. Ich muss vor allem die Hühner auch bumsen lassen. Wie komme ich denn jetzt am besten dahin? Ja, hier durch unseren Tunnel. Ja? Das funktioniert aber noch nicht so gut. Hast du eine Spitzhacke mit? Ja, habe ich. Das war jetzt natürlich sehr schwierig. Finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Ja? Finde ich sogar ziemlich geil, ehrlich gesagt. Die Idee ist ziemlich nice, gefällt mir gut. Dann nur ein Problem, Hardy. Zwei sogar, um genau zu sein. Ja, was denn? Die einmal das hier, ganz genau. Und einmal das hier, wo ich noch nicht weiß, wie ich das mache. Ach so. Ja, weil der die Treppe ist, meinst du, ne? Ja, genau. Ja, warum hast du den denn, wieso hast du den denn nicht nur bis hier gebaut? Ja, kam mir das irgendwie sehr klein vor. Ja, wenn du hier die ganzen Truhen, also ich weiß ja nicht, wie viele Truhen du brauchst, ne? Ja, wobei, ich habe vielleicht eine Idee. Ich könnte vielleicht dieses Viereck. Und wieso ist das jetzt hier eigentlich ein Problem? Weil die Wand einen Block weiter außen eigentlich sein soll. Ja, und was ist hier mit dem Hühnerstall?
Naja, das ist wahr. Pass auf, ich hab eine Idee. Ja, Moment, das ist echt scheiße mit dem Hühnerstall. Ja, heißt also, du müsstest, also am besten wäre es, wenn du das Viertel hier wegnimmst. Also nur bis hierhin baust und das alles einen nach rechts versetzt. Das heißt also, du kannst da nochmal bauen. Genau, Peter. Finde ich gut. Das ist ja schnell gemacht. Ja, also er hätte ja vorher drauf achten können, dass hier das komische Holz ist. Nicht mal, Peter. Also die Umsetzung ist geil, keine Frage, aber Peter, leidest du an Geschmacksverirrung? Du hast es halt kacke hingesetzt. Ja, Peter, da führt jetzt kein Weg dran vorbei, das ist dir klar. Ne? Ich weiß, dass du gerade nach einem Ausweg suchst, aber das ist nicht machbar. Ich muss nachdenken! Ja, womit ich mich noch... Ja, was du noch machen könntest, wäre die Holzwand hier gegen die austauschen. Sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber dann ist das Redstone hier trotzdem im Weg. Ne, ich mach nur... das Viertel weg. Ja. Ich mach schon mal... Und das Viertel. Ich mach schon mal Fraps an. Ich bin da sowieso sofort dran. Hades. Miau! Ich übersteuere fast gar nicht, aber alles klar. So, jetzt ist das immer noch symmetrisch irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise. So, ne, eigentlich, ja, so gespiegelt ist es zumindest. Irgendwie. Oh, warte. What? Was hast du jetzt gemacht? Ich habe hier eine Ecke weggenommen und hier eine Ecke weggenommen. Ja, und wie kommt man denn jetzt nachher überhaupt hier rein? Ja, von oben. Also... Das überlege ich mir später. Achso, du meinst eine Leiter wie da, meinst du? Na, ich weiß nicht, ob ich eine Leiter baue oder ob ich hier theoretisch eine Treppe hochbaue. Mal gucken. Ach, er weiß es doch einfach nicht, Hardy. Lass es doch dabei. Warum, wieso musstest du denn eigentlich schreiben? Ja, mach du einfach mal, Peter. Mach du einfach mal. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, ich habe ein Problem. Was hast du denn noch sagen, dass wir in 5 Minuten im Fernsehen auftreten? So. Das, hier ist das ja auch im Weg. Wo? Wobei, das ist egal, oder? Das ist doch egal. Warum, weshalb? Ist echt egal. Wir haben das Wasser ist doch egal, da kannst du die Wand hinsetzen. Was? Bei dem Qualitätssender RTL 2 sind wir gleich. Oh, nice. Whee. Wahrscheinlich. Ach, so eine Wichse, ich habe überhaupt keine Kohle mehr, ey. Ja, ich auch nicht. Echt? Ja, ich guck mal, Adi. Das ist mehr als schlecht. Ohne Kohle, nix Steine drin. Ohne Kohle, nix Alter, was hast du da gemacht? Ich verbreiter die ein bisschen. Junge, das sieht doch nachher von außen total behindert aus. Wenn da überall so Ecken rausgucken. Was meinst du, warum ich das so gemacht habe? Was denkst du dir denn, Peter? Leg doch ein bisschen nach. Du hast die doch auch bei dem Redstone verbreitert. Okay. Wieso gilt die Regel für dich und für mich nicht? Weil du doof bist, Peter. Warte, da muss ich mir das jetzt mal von außen angucken. Peter bereut's schon langsam. Nein. Warte, ich guck mir das jetzt von außen an, Peter. Alles cool. So. Ich sag dir nur, was ich brauche an Platz. Das brauche ich am Platz. Was? Das? Okay. Dann muss ich das jetzt fixen. Könnte man hier... Ja, warte, ich fix das jetzt von außen. Alles cool. Eieieiei. Ist das so gut? Reicht das so? Das reicht so, ja. Gut. Wunderbar, fällt nicht mal auf. Ich hab Kohle gefunden. Kohle. Und eine Menge Gunpowder. Ja, davon habe ich tatsächlich auch noch eine Menge. Das ist da so das Einzige, was ich so mitgenommen habe. Ich habe gerade so eine Truhe. Ja, das finde ich auch ein bisschen arschhaftig, weil ich davon überhaupt gar nichts mehr habe. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Das muss die Devise sein. Schon okay. Das ist alles das, was ich in den komischen beim Leveln da bei Christian gefarmt habe. Das habe ich alles in meine Endertruppe. Ja, ist alles okay, Adi. Ja, ist es auch. Alles easy.
Ja, ist okay. Ja. So. Ah ja, ich wollte dir was zu essen geben, Peter, ne? Hier. Kommst du damit aus? Wieso ist da gerade ein Hühn geflüchtet? Es muss sterben. Wo ist es hin? Kill es. Es ist abgehauen. Nein, ich fliehe hier wieder! Was machst du denn da, Junge? Oh, Peter. Wie sie alle da rausfliehen fliehen wollen hier. Ah, es ist gut! Wie sie sich anschreien. Komm. Boah, das ist jetzt voll dämlich mit den abwechselnden Aufnehmen. Dass Hardy jetzt schon wieder direkt dran ist. Das sieht voll scheiße aus. Alter. Hey, dann ist doch scheißegal, wie unsere verfickte Hühnerkacke da aussieht. Nein, die Hühner müssen sich ja auch wohlfühlen. Peter, wie viel hast du noch von diesem Zeugs da? Gib mir mal ein bisschen was, dann versuche ich das hier hinten ein bisschen anzupassen. Nein. Nein. Wieso denn nein? Weil das voll ewig gedauert hat, das zu farmen und ich weiß nicht, ob ich genug hab. Echt mal. Oh, das war dumm. Oh. Das hat voll ewig gedauert, das zu farmen. Oh fuck. So, hier jetzt. So was kennt man die nicht. Geilen Hühner. Wir farmen kennt ihr echt nicht. Wirklich nicht. Wie alles bestätigen. Wieso kann ich die denn nicht füttern? Was ist denn da los? Vielleicht, weil ich die gerade geschlagen habe. Ja, toll, Peter. Ich fand's auch gut. Wow, dann müssen wir da ein paar mehr Hühner hier machen, ohne Spaß. So, was ist denn jetzt los hier, du komischer Typ? Kann ich jetzt mal übernehmen? Ich weiß gar nicht. Du hast genug. Nee. Hab ich genug? Ja. Hast du? Also, der hat 57 Ahnung. Hast du angefangen. Guck doch mal eben bei Audacity rein, womit du auch aufnimmst.